Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zu Medieval Dynasty, wieder gemeinsam mit den Jens. Moin. Hallo. So, wir sind zurück, ne? Wir sind jetzt zu Landwirt mutiert, habt ihr in der letzten Folge gesehen. Danke auch für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Und wir wollten jetzt eigentlich was aussehen. Aber, was ist uns aufgefallen? Wir haben nur 10 Samen. Schön. Das heißt, wir gehen jetzt nach Piastovia, ne? Ja, würde ich mal sagen. Das ist am nächsten, oder? Let's go. Schauen wir mal. Ich bin so dreckig. Ich dachte gerade, ich habe keine Schuhe an, sondern es sind meine Füße. Ja, es sind trotzdem... Ja, ich bin auch so, so richtig schmutzig. Also viel fehlt mir nicht mehr, dann ist das Ding tatsächlich voll. Ja, schön. Gucken wir mal. Ja, ja. Vielleicht finden wir unterwegs wieder was. Ja, obwohl, die Sachen haben wir ja eigentlich schon geplündert. Die tauchen ja nicht wieder auf. Ne? Nee, also die respawnen halt quasi nicht, ne? Das ist auch, glaube ich... Ja, weniger der Fall. In Sons of the Forest ist es ja so. Da echt? Kannst du ja richtig krass cheaten. Also okay. Wirklich. Da speicherst du zum Beispiel und dann gehst du hin. Plünderst zum Beispiel einen Bunker leer. Ja. Speicherst da. Gehst ins Hauptmenü, gehst wieder rein, alle Kisten und so weiter, alles wieder voll. Hä, ist voll Leben. Exakt. Auch in der neuen Version jetzt, in der V1? Ja, das habe ich heute mit Absicht getestet. Oh lol, mit Absicht, ja. Aha. Ja, dann dachte ich mir so, das ist ja kacke, dass das geht. Ja. Ich wusste es davon nicht mal. Ich habe heute nämlich gedacht, ach komm, jetzt guckst du dir mal wieder einen Guide an, damit du mal vielleicht wieder reinkommst. Mhm. Und dann dachte ich so, wie das geht? Naja, ich weiß ja auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal so, klar, wenn man Tutorials machen will oder so, irgendwas zeigen, wie man was baut oder wie auch immer, da macht es schon Sinn. Aber ansonsten, finde ich, trübt das so ein bisschen das Spielerlebnis. So sehe ich das. Ja, vor allem bei einem Survival-Game. Ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie auch ein bisschen. Ne, wobei, es ist ja einigen Stuff mit dazugekommen, Sons of the Forest, aber ja. Gucken wir mal. Ja, macht Laune. Ich bin jetzt auch ein neues Game am Antesten. Das kommt nächste Woche, glaube ich. Also Anfang März. Winter Survival. Habe ich vorab Key bekommen, werde ich auch noch was so aufnehmen, ist auch ganz nett gemacht. Da habe ich auch was angefragt, ja. Also ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich habe das irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob es auf YouTube oder auf Twitch, bei irgendjemand war, so durchgucken und dann dachte ich mir so, was ist denn das? Dann habe ich mir mal so Internet ein bisschen damit beschäftigt und dachte mir, oh, das ist ja cool. Es sieht auf jeden Fall geil aus, ich habe auch schon ein bisschen angespielt, jetzt noch nichts aufgenommen, erstmal ein bisschen gucken und so. Und dann bin ich wahrscheinlich dann bald, aber ein bisschen links hier, ne? Ja. Genau. Ein bisschen was machen. Aber einfach mal schauen, ne, wie es halt wird. Und ja. Und für Twitch wurde ich gerade eben, das hast du ja mitbekommen, für Twitch hier Beta freigeschaltet, ne? Für Twitch Enhanced. Genau. Da bin ich mal gespannt, ey, wie das so funktioniert, hör mal. Ja, da bin ich auch ziemlich gespannt. Vor allem endlich mit AV1 Stream, ne? Geil. Also da bin ich richtig gespannt, wie das bei dir ist. Weil, also ich habe es mal angefragt, ich gehe zwar nicht davon aus, dass ich freigeschalten werde, dafür bin ich einfach nicht wirklich groß. Ja, das hat damit nichts zu tun. Ja, ich weiß, es ist total random. Weil mein Racing-Kanal hat nämlich auch gerade eine Freischaltung gekriegt, deswegen ist das, glaube ich, voll unabhängig. Ah, okay. Mein Racing-Kanal hat 100 Follower auf Twitch, also ja, okay. Das ist nicht viel. Ja gut, auf Twitch habe ich halt so mit dem Hauptkanal ein paar mehr, aber gut. Ja. Ich weiß nicht, ob die das dann auch irgendwie sehen, ob das irgendwie so dann zusammenhängend ist. Ach nee, bei der Taverne. Aber ist das? Genau, geh mal auf die Seite, ich habe mir Beile in der Hand, Junge. So, jetzt mal gucken. Hier. So, das ist auch noch der Händler. Der ist das hier, ne? Markus Love. Warte mal. Ja, ich glaube. Oh ja. Wir brauchen was, um jetzt auszusehen, ne? Cool, ja, also, wo ich darf's ja nur mit ihm handeln. Ja, ja. Was kannst du so? Karotten im Winter? Nee. Kohlsamen. Also ich würde Kohlsamen kaufen, weil Kohl ist halt richtig geil, ne? Da ja, kannst du richtig. Das ist ja auch. Da wirst du ja mit der schlagen. Boah, ich kann 96 Stück kaufen. Ah, nee. Kann ich das? Das ist ein bisschen viel, meinst du nicht? Ah, sagen wir mal so. Du hast davon ausgerechnet, wie viel brauchen wir? Jedes Feld ist 6 auf 3, wenn ich richtig dran bin. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Felder angelegt. 6 auf 3 sind 18. Da würde ich sagen, machen wir 36, cool nochmal. Oder wie viel hatten wir vorhin noch? 10. Okay, dann machen wir 26, kaufe ich, ne? Ja. Dann hätten wir 2 Felder voll. So, was können wir denn noch im Sommer ansehen? Nee. Mohn auch nicht.
Roggen? Nee, Roggen auch nicht. Nee. Vielleicht irgendwie Karotten oder so was vielleicht. Ich schau mal, hat er Karotten? Oh, das verkaufst du. Weizen war erst im Herbst, ne? Genau. Nee, geerntet wird es im Sommer und Herbst. Okay. Ach so, wir müssen mal auf die Körner klicken. Ich bin auch bekloppt. Ja, bitte, bitte die Samen kaufen. Das wäre nett. Danke. Okay, habe ich die Samen jetzt auch gekauft. Kohlsamen, okay. Alles klar. Nee. Was hast du gesagt? Karotten? Karotten hat er gar so nicht. Was? Hat er nicht. Mein Gott, was ist denn das für ein Händler? Ja, weiß ich auch nicht. Leinsamen? Im Frühling? Das brauchen wir halt auch für die Herstellung, ne? Von anderen Sachen. Ja. Was haben wir denn noch? Hopfen? Nee, Hopfen nicht. Hopfensetzlinge. Auf der Plantage kann ganzjährig gepflanzt werden. Okay, ein bisschen Hopfen. Ja, mal gut. Wir haben dran warte mal. Flachs, Flachshalm. Nee, das ist ja das, was da auch rauskommt. Haferkörner. Haferkorn. Getreidesorte. Ich glaube tatsächlich, wir lassen es wahrscheinlich bei Kohl, oder? Könnten wir machen, ne? Ja. Würde ich quasi auch schon fast sagen, ne? Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, ne? Das ist echt schade eigentlich, ne? Ich hätte jetzt gedacht, man darf mehr aussehen. Haben wir, die anderen haben nichts. Haben wir denn genug wie viel Dünger haben wir denn? Ah, Dünger haben wir nur 55. Da sollte man wahrscheinlich mal noch was kaufen, würde ich mal sagen. Ja, kriegen wir es auch bei dem oder kriegen wir es... Oh, it's you again. Ich guck mal bei dir. Ich guck auch nochmal hier. Du warst ja bei dem, weil ich habe ja noch ein bisschen Geld übrig. Der hat noch 117 Dünger. Komm, ich nehme bei dem alles mit. Nehm mit. Ah, der hat Futter, das wollen wir halt nicht. See you soon. Da bin ich Vollgas überladen. Ach komm. Wo bist du denn? Geiz. Hier. Ja, hier, super. Ja, hier. Ach da, okay, gut. Ja, komm, lass wieder zurück. Let's go. Ja, ich bin jetzt nicht mehr der Schnellste, aber egal. Ist ja egal. So. Ich spiele mit Holzschwertern. Ich dachte gerade, die schlagen auf die Gans ein. Holzschwertern? Ja. Mir fehlt sogar Leben. Warum denn bitte Leben? Was denn? Wieso fehlt dir denn Leben? Ne? Das ist echt komisch. Das frage ich mich auch gerade. Okay. Ist manchmal so, ne? Das ist, manchmal kann man das nicht irgendwie so wirklich erschließen, ne? Woran das liegt, ne? Hast du noch ein bisschen Platz? Weil sonst brauche ich, glaube ich, eine Weile. Ja, komm, ich habe ja... Ah, ich habe genug Platz. Komm mal, 20 Kilogramm, gib her. Okay, Moment. Also 15 bis 20 ist, glaube ich, okay. Ablegen. Gib her hier. Oh. Da, bitte. Ja, geht, ne? Läuft. Schon besser. Ja. Let's go. Jawohl. Sagen wir es mal so. Ich bin immer noch ein bisschen langsam. Das wäre zu viel gefuttert, ne? Ja. Hätte ich ja noch gar nichts gegessen. Oh, warte mal, ich kann mal im Fluss hier gehen. Das muss das Wasser tief genug sein, das wird sauber, ne? Oh, stimmt, ja. Ja. Erstmal Köpper rein hier. Arschbombe. Ja, das geht ich ja leider nicht. Ich bin so gespannt auf den Tag, guck an mal, dem die Leute schwimmen können. 2 Meter bin ich im Wasser, direkt sauber. Ja, siehst du. Komm rein, das Wasser ist warm. Ich habe Pipi hier reingemacht. Ja, toll, danke. Ja, viel Spaß. Und ich wollte noch was trinken. Ja. Und ach, ja. Danke. Hauptsache nicht mehr durstig. Ja. Warte mal, waren wir hier schon? Ja, waren wir auch schon. Wir haben schon alles geplündert hier, ne? Wir sind einfach... Ja, das ist schlimm, wir müssen mal in die andere Richtung. Wir müssen mal nach Skauki und so die Mine leer plündern. Ja, gut. Obwohl, das ist vielleicht auch nicht gerade geschickt, wenn wir kein Pferd oder so haben. Nee, ist ein bisschen weit weg, ne? Ein bisschen arg weit weg. Seit wann bist du denn so langsam, wenn du im gelben Bereich bist? Das ist ja abnormal. Ja, kannst du sehen. Er rennt wie ein junger Gott. Wäre ich? Ja, klar. Ja, sportlich im Gegensatz zu dir. Ja, ich merk's. Ach, wir müssen hier rüber. Nicht zu weit darüber, weil da sind Wölfe und andere Tierchen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Du meinst, wenn du über den Fluss gehst? Ja. Jetzt wäre es gut, wenn ich gleich ein Säckchen dabei schon hätte. Mhm. Kann ich gleich mal gucken. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab schon eins. Nein, aha, natürlich nicht. So, was brauchen wir denn? Feld, ne? Und dann haben wir... Ach, Dünger habe ich auch noch einstecken. Sehe ich gerade. Ja, das hätte ich doch gar keinen hingeworfen. Ja, stimmt, ja. Schön. Gut, dass wir nochmal gesprochen haben, Jens. Ja. Ach, herrlich. Schön. Ja. Ah. War langer Tag heute irgendwie. War dein Tag so?
Ja, ich kann nicht klagen. So, warte mal. Ich würde sagen, cool, machen wir mal hier so hin vielleicht. Oh, nee. Du musst erstmal musst du düngen. Wo bist denn du? Ja, ich bin noch nicht so schnell und da drüben kommt der Wolf hat mich gesehen. Der rennt mit. Ah, ne, jetzt dreht er wieder rum. Gott sei Dank. Ich hab die Axt rausgeholt und er ist direkt abgehauen. Angst vor der Bronze-Axt. Mhm. Ja, oder halt auch. Ich düng schon mal hier. Ey, bist du da? Bist du dort ja ewig? Ja, bis ich da bin, ist dunkel. Mindestens bin ich sogar schon am nächsten Tag. Wie viel Grad sind denn das hier noch draußen? Ich guck mal gerade kurz hier. Das ist ja immer noch 52. 31,8. Boah. Wild. Mich würde es mal interessieren, in welcher Gegend anscheinend diese Karte spielen soll. Mhm. Irgendwo in Italien anscheinend. Ja. Weil er Madrid, Hauptsache Italien, ne? Ja. Der Klassiker, ey. Also ich mache mal ein Feld hier fertig. Dann muss ich gleich, glaube ich, einmal durchhacken hier. Und dann schauen wir mal. Aber wir sind schon relativ weit, ne? Also muss ich echt sagen. Ja, eigentlich schon. Mhm. Jetzt bin ich das Ganze zu blöd. Wo ist der Dünger hier? Unbearable. Ablegen. Alles bitte. Danke. Mit. Ah, einmal wieder ganz schön flott hier. So, die Hacke. Ach, guck mal, wie schön die das jetzt schon annehmen hier. So. Die Dorfbewohner. Was nehmen die an? Ja, die sitzen hier am Feuer und arbeiten nichts. Während wir am Arbeiten. Hühnerstall freigeschaltet. Sehr geil. Das heißt, wir brauchen nur ein bisschen. Ah, jetzt hätten wir Futter holen sollen, ne? Tierfutter. Ja, es macht ja nichts. Ja, dann kriegen wir nämlich eigene Mist, ne? Und Eier. Das ist sehr wichtig. So. Ich mach lassen mal sich bestimmt auch gut verkaufen, oder? Ja. Oh, guck mal. Wie gesagt, ich war in dem Spiel noch nie so weit, dass ich Dings tatsächlich hatte. Was sind Tiere? Tiere, ja. Echt noch nicht? Boah, ich hatte schon Schweine und andere Sachen. Aber Pferde selber habe ich noch nicht gehabt. Weiß ja nicht, ob ich später nicht gern eher lieber ein Dings hätte. Pferd? Ein Esel? Als Reittier. Oha. Ist war nicht so flott, aber irgendwie auch cooler. Ja, ja, gut. Gucken wir mal. Also ich düng mal hier hinten das Feld. Ich habe mal den anderen Dünger mal noch mitgebracht. Ja, ja. Ich bin schon am Aussehen. Also ich habe schon gedüngt, gehackt und bin schon hier dabei. Ja, ich war ja ein bisschen langsamer unterwegs. Hab die Aussicht genossen und dachte mir, ich arbeite lieber, wenn es kühler ist. Ach so, ja gut, okay. Es ist ein valider Grund. Weißt du, Siesta und so, ne? Ach, da bist du? Okay. Ich hack mal durch hier, ne? Jo. So. Der einzige Arbeit ist ich hier, irgendwie gefühlt. Ach ja. Hast du die Samen auch schon geholt? Nee, die hier jetzt nicht mit, ja. Ah, die Axt ist kaputt. Ich muss mal neu was. Nee, die Hacke meine ich. Fünf Stock brauche ich. Ach, was? So, bestimmt hier wieder irgendwelche. Oh, toll, Kirsche habe ich quasi gesammelt. Die nicht giftig? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube schon. Vollkirschen sind giftig. Es ging mir eher so um die Zweige eigentlich. Also. So. Sunshine. Egal ob giftig oder Sunshine. Nicht, Kirsche ist Kirsche. Sunshine. So. Au. Wir arbeiten noch bei Tag und Nacht, ne? Ja. Aber das Coole ist, dadurch, dass wir es jetzt schon anpflanzen, wächst das dann schneller, weil wir halt eine kürzere Übergangsphase haben, ne? Das ist es halt. So. Ich hack hier gleich auch mal durch, damit ich auch mal noch ein bisschen Landwirtschaft wieder geskillt krieg. Ich helfe dir. Oh. Aha, dann ist kaputt. Dann meine war es nicht. Das ist ein Kraus. Ich hole mal, warte, ich mache jetzt erstmal hier mit dem Säckchen. Gut, dann dünge ich hier weiter. Ich glaube, das zählt doch auch mit zur Landwirtschaft, ne? Ja, ja, klar, düngen zählt auf jeden Fall dazu. Mhm. Kohlsamen habe ich noch 11 Stück. Boah, ich sehe kaum noch was. Also, ich muss nur sagen, in einer der nächsten Dinge, die wir mal investieren können. Also Fackeln? Land, ja, ja, das sollten wir mal freischalten. Oder den Mann machen normale Menschen im ganzen Bett. Was? Ja, aber das ist dann wieder blöd, weil dann wird hier direkt was machen. Ja, ja, das ist halt immer. Ich ziehe das meistens immer durch und schlafen wird halt maximal überbewertet. Ich sag mal, im Winter kann man es machen, weil im Winter ist es irgendwie nicht so tragisch, finde ich.
Ja, da ist ja auch oben. Die Zeit ist ein bisschen schneller rum. Wobei du auch viel machen kannst, ne? Ich hol mal den Kohl. Aber die, ich finde die Glühwürmchen ja so geil, die hier rumfliegen, ne? Ja. So. Ich brauche zwei Stück. Und wo ich momentan richtig wieder im Grind drin bin, ist in Stationeers. Ja, doch. Da brauche ich meine Mars-Basis weiter. Und ich bin übrigens gestern noch 20 Minuten gestorben in dem Game. Also nach dem Stream. zur Info für die Zuschauer hier. Und zwar war es folgendermaßen. Ich hatte kein... Was hatte ich nicht mehr? Irgendwas mit Schweißbrenner, glaube ich, ne? Genau. Und es ist halt so, ich konnte es nicht herstellen, weil ich das Gerät quasi nicht herstellen konnte, wo ich schweißen musste. Gut. War maximal lost. Aber im Endeffekt war es halt wirklich so, dass ich dann versucht habe, mich umzubringen. Also virtuell, ne? Also nicht, dass jetzt irgendjemand den Arzt ruft oder so, ne? Also virtuell. Und sollen wir jetzt hier auch noch Kohl drauf packen auf dem Feld? Ja. Das war der Kohlsamen, würde ich mal. Jetzt ist der Sack weg. Mein Sack ist kaputt. Ja, das ist aber schon nicht weg. Ich mach mal fix ein bei Leder. Und auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, um die Story mal kurz weiterzuführen, habe ich den Stream dann irgendwann beendet, weil es mir zu lange gedauert hat mit dem Sterben. Und dann 20 Minuten später saß ich noch da und habe gewartet darauf, dass ich sterbe, damit ich respawne. Ja, hau raus hier. Ja, wieder. Soll ich den Dünger aufwenden? Ach, du hast sogar ein Säckchen, hast du sogar. Ja. Nicht nur ein Sack, sondern ein Säckchen. Ich habe auch 6 Stück jetzt hier. Müssen wir die eigentlich dann oben auch markieren, was da ausgesät werden muss? Das ist nur für die Helferfunktion, ne? Das ist die Helferfunktion. Das heißt, wenn wir das jetzt selber ernten, dann ist es egal, ne? Ah, hier liegt der Dünger, Gott sei Dank. Bin ich maximal zu schwer. Also ich bin fertig. Gut. Kann ich noch düngen? Warte. Achso, müssen wir da nicht nochmal drüber düngen? Nee. Achso, nicht? Ist fertig. Ja, Mann. Nö. Ah, hier. Achso, da haben wir jetzt ja nichts mehr dafür. Nee, deswegen, okay. Ja. Ne, da kannst du jetzt nicht mehr viel machen. Ich guck nochmal, was wir sonst noch hier drin ja, haben. Ja gut, aber wenn wir uns jetzt hinlegen würden, Stefan zum Beispiel, wäre ja schon wieder der nächste Tag. Dann machen wir das. Und dann ist der Sommer ja auch schon fast rum. Stimmt, dann machen wir das doch. Ich geh mal pennen hier. Ist das meine Hütte gewesen? Ich weiß es nicht. Die rechte, ja. Rechte. Ah, die hier. Die ne? da, genau ja, die ja. da. So, dann gehen wir mal pennen hier. Bis zum nächsten Tag. So, du musst dich auch hinlegen. Dankeschön. Jo. So, neuer Tag, neues Glück. Erstmal aufstehen. Und Regen, Gott sei Dank. Ach, Leute, Zauber. Endlich. Endlich aber Regen. Der Landwirtschaft tut es mal wieder gut. Ja, 16,7 Grad. Sehr schön. Und guck mal, die Bewohner, die setzen sich hier jetzt hin, wo wir beim letzten Mal gebaut haben. Ne? Guck mal, jetzt können wir uns mal anschauen. Genau, das ist aber auch ein bisschen schmerzbefreit, oder? Ja, ich mach mal ein bisschen Feuer an hier. Ja, wird es wenigstens warm. Ein kulanter Mensch, ne? Das ist sehr freundlich von dir. Schön. Aber ich muss echt sagen... Also eigentlich müssten wir, was ich jetzt noch kurz einwerfen muss... Ja. Eigentlich müssten wir jetzt direkt wieder in eine Ortschaft rennen und neue Leute holen wegen der Landwirtschaft. Ach, damit die das fertig machen? Ja, sich auch darum kümmern, wenn wir jetzt... Aber wir haben keinen Platz mehr, wir müssen erst wieder Häuser bauen. Stimmt. Da waren sie wieder, unsere Probleme, ne? Teufelskreis hier mal wieder. Ja, aber wir sind am Ende der Folge, ne? Und werden mal gucken, was wir in der nächsten Folge dann noch so alles machen werden. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüssi.